Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen One Piece Video. Und ja, Leute, Chapter 900 hat für ziemliches Entsetzen gesorgt, weil halt am Ende die Sunny zerstört war. Beziehungsweise wir Zuschauer, wir Leser sollten denken, dass die Sunny zerstört ist. Viele gehen davon aus und sagen, die Sunny ist zerstört. Ich habe für euch heute aber 6 Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann. Solltest du noch kein Abonnent sein, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben, Leute. Ich mache das nicht oft, aber nur als kleine Info am Rande. Die erste Option, die erste Möglichkeit, die Oda irgendwie einbringen könnte, wäre, dass Big Mom fantasiert und halluziniert und alles sich nur vorstellt. Das ist eine bekannte These, die viele gerade raushauen. Ich höre das immer wieder. Das ist auch leicht gesagt, aber Leute, wir haben sowas noch nie gehabt, wirklich, dass wir von Oda komplettes Chapter so verarscht wurden und eine alternative Zukunft gesehen haben, ohne irgendwie kleine schwarze Ränder am Rand vom Manga, so dass man sieht, das ist gerade nicht real oder so. So, wir wurden noch nie so verarscht, wenn wir jetzt verarscht werden. Aber die erste Möglichkeit, dass Big Mom halt fantasiert bzw. halluziniert, macht irgendwie schon Sinn. Viele sagen, okay, sie kann sich ja gar nicht die Sachen genau so vorstellen, dass Daifuku jetzt da ist und das alles so passiert. Aber Leute, ich denke, sie fantasiert genau ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und zwar haben wir gesehen, dass die Strohhüte auf der Flucht sind, dass denen gerade ein Weg freigemacht wurde. Und danach sehen wir dann letztendlich wieder Big Mom, wie sie ist. Und es war ja auch ab dem Zeitpunkt, wo letztendlich der Fluchtweg für sie frei war. Ab da war ja auf einmal alles drunter und drüber. Alle werden auf einmal vernichtet und die Sunny wird abgeschossen. Aber genau nachdem wir den Fluchtweg gesehen haben, diese freie Bahn, die die Fischmenschen für sie gemacht haben, danach sehen wir Big Mom einmal wieder, wie sie frisst, aber extrem. Und wir sehen richtig, wie das in ihr Gierschlund reinzoomt. Wurde extra in einem Panel gezeigt, dass extra die Kamera sozusagen vom Manga, Leute, dass sie perfekt da reinzoomt und dass wir innen drin so einen Friedhof sehen und da wird weiter reingezoomt und ab dem Zeitpunkt ist auch alles komisch. Also ab dem Zeitpunkt ist die totale Vernichtung der Strohhüte und ich denke, dass ab dem Zeitpunkt es vielleicht logisch wäre, dass Big Mom fantasiert. Die nächste Möglichkeit, die ich ja bei den Spoilern schon angenommen hatte, ist, dass Pudding sie manipuliert hat, beziehungsweise im Voraus schon sie irgendwie manipuliert hat, ihre Gedanken zurechtgeschnitten hat, irgendwie, dass sie das jetzt gerade annimmt und dass wir das sehen. Das ist letztendlich nicht mehr so realistisch, weil wir haben sie letztes Chapter gesehen, wie sie da schmollt in der Gasse. Und jetzt nach dem Chapter, wo wir das visuell gesehen haben, macht es für mich nicht mehr so viel Sinn. Es ist eine kleine Option, eine kleine Hoffnung, aber eher sehr, sehr unwahrscheinlich. Die dritte bekannte Sache, wo viele auch von ausgehen, wo ich ja auch am Anfang von ausging in der Review, dass das eventuell die Demonstration sein kann von Ruffys Vorordnungshaki, was er ja letztendlich durch den Kampf mit Katakuri auf ein ganz neues Niveau gebracht hat. Katakuri konnte ja auch immer so komisch in die Zukunft schauen. Da haben wir wiederum aber immer so schwarze Ränder im Manga gehabt und da wurden wir nicht so komplett verarscht, wenn das jetzt so ist. Eventuell macht Oda jetzt ein größeres Fass auf, wo Ruffy das allererste Mal in die Zukunft schauen kann, dass es dann so ausschweifend und detailliert gezeigt wird, einfach ohne schwarze Ränder, einfach komplett gezeigt, um zu demonstrieren, Ruffys Vorhangshaki ist jetzt auf ein ganz anderen Level, er kann jetzt in die Zukunft schauen ein wenig. Halte ich schon etwas eher wahrscheinlicher als jetzt Puddings Sache, aber noch nicht ganz so wahrscheinlich wie jetzt die Sache mit Big Mom, dass sie das gerade fantasiert. Die vierte Option ist, dass wir winkeltechnisch einfach verarscht wurden mit der Sunny, dass die Sunny gar nicht brennt. Zwar war die Sunny genau vor dem Schiff und am Ende haben wir auch wieder so ungefähr das gesehen, dass vor dem Schiff das kleine Schiff dann brannte von dem Big Mom Schiff, aber es wäre nicht das erste Mal, dass hier irgendwie winkeltechnisch oder ansatzweise ein bisschen verarscht wurden, dass am Ende doch ein anderes Schiff brennt oder irgendjemand ein anderes Schiff sich davor geschmissen hat oder dass irgendwas passiert ist, weil ihr wisst, was ich meine. Wäre halt noch eine Option, dass wir winkeltechnisch einfach verarscht wurden. Eine weitere Option wäre, dass Nami Trugbilder bzw. mit ihrem Mirage Tempo einfach so ein Trugbild über der Hitze entstanden lassen hat, weil das Meer ist ja nun mal heiß, oben hat das erhitzt und vielleicht kann sie mit dieser Hitze irgendwie eine Art Fata Morgana von der Sunny erschaffen, dass es so aussieht, als würde es brennen. Wir wissen es nicht, ob das genau funktioniert. Ist eine Option, wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube es nicht, weil sie war davor am Schreien auf dem Schiff und war gar nicht so smart in diesem Moment, wie man es jetzt erwartet hätte. Deswegen glaube ich das nicht. Ist ein kleiner Ausweg, aber ich halte die Möglichkeit für 5% höchstens, dass das so passiert. Die letzte Option ist natürlich, dass es die Sunny war und dass sie einfach erschossen wurde und einfach jetzt brennt und dass die Strohhüte vielleicht entkommen sind oder dort noch drauf sind, Leute, und dass es einfach real ist, was wir sehen. Das ist natürlich nicht zu missachten, dass es auch so sein kann, Leute. Die Sunny kann jetzt auch brennen und dann ist alles am Arsch. Natürlich, es ist wie ein Crewmitglied und was haben die für ein Fass aufgemacht bei der Flying Lamp und dann bei der Sunny, dass dann so komisch emotionslos dann abzuarbeiten. Passt nicht zu Oda. Oda hat ja selber Tränen beim Zeichnen, wo die Flying Lamp letztendlich brennt. Und einer, der schon bei sowas weint, letztendlich, Oda hat nicht oft geweint, meinte er, aber da hat er geweint, wo die Flying Lamp brennend gezeichnet hat. Er wird nicht bei der Sunny einfach jetzt da, oh, die brennt jetzt. Ja, Leute, neues Schiff müsst ihr euch jetzt organisieren mit Frankie irgendwie. Neuen Adamsbaum klar machen und fertig. Würde er auf jeden Fall nicht machen, Leute. Glaube ich nicht. Die letzte Option, dass die Sunny halt wirklich jetzt brennt und am Arsch ist und sinkt. Glaube ich nicht, Leute. Ihr seid jetzt gefragt. Schreibt eure Vermutung mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Wie wird das Ganze weitergehen in 2 Wochen? Beziehungsweise 1,5 Wochen. Wissen wir mehr, Leute. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.